Schönen guten Tag. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Lichtblick des DZLA, Dialogzentrum Leben im Alter. Und zwar zu dem Thema Implementierung. Also das ist so der Klassiker, die Umsetzung. Wir wissen ja seit vielen Jahren, dass evidenzbasierte Interventionen viel zu wenig in die Praxis umgesetzt werden. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Also warum passiert das nicht? So eine zweite Frage spielt damit hinein, also es geht ja bei der Umsetzung nicht immer nur um die Umsetzung, sondern es geht ja darum, dass jemand das machen muss. In der Regel sind das Pflegende und Betreuende, also Mitarbeiter. Und da ist so die Frage, ja, wie werden die eigentlich mit berücksichtigt? Also liegt die mangelnde Umsetzung wichtiger Intervention vielleicht darin, dass man die Mitarbeiter da zu wenig beteiligt oder berücksichtigt? Und die dritte Frage, die da so mit reinspielt, ist, kann Forschung eigentlich selber dazu beitragen, dass das zusammenkommt? Also, dass Mitarbeiter motiviert sind, bewährte Interventionen auch tatsächlich umzusetzen. Also, das sind so die drei Themen. Implementierung, das erste, dann die Pflegenden selbst als Faktoren mit berücksichtigen und drittens, dass die Forschung selber so angelegt ist, dass sie das auch ein Stück weit mitbewirkt. Ja, das Ganze erfolgt jetzt am Beispiel einer Forschung, die in Großbritannien gemacht wurde, nämlich die Umsetzung personenzentrierter Pflege. Und es geht darum, ja, dass Mitarbeiter nicht mehr nur so Empfänger von Botschaften sind. Also da gibt es jetzt kluge Forschende und die entwickeln was. Und jetzt sollen die Mitarbeiter das umsetzen. Also sie sind sozusagen indirekt Befehlsempfänger von anderen. Und allein diese Konstellation scheint schon zu bewirken, ja, dass es da so eine erste Blockade gibt. Na? Also daraus würde ja im Umkehrschluss folgen. Also Mitarbeiter müssen an der Forschung selber beteiligt sein. Sie müssen, wenn man möchte, Subjekte und nicht nur Objekte des Prozesses sein. Also die Forschung muss so angelegt sein, dass die Ergebnisse, die dabei rumkommen, ja, intrinsisch die Mitarbeiter mit zum Thema machen. Also, dass die sich gemeint, angesprochen, beteiligt fühlen. Und nicht einfach, dass sie das Gefühl haben, naja, da kommen jetzt Leute daher, die haben was Interessantes erforscht und ich muss jetzt das umsetzen. Also, diese Konstellation ist schwierig. Es geht um dieses englische WELD-Programm, W-H-E-L-D, das heißt Wellbeing and Health for People with Dementia, also Wohlbefinden und Gesundheit für Menschen mit Demenz. Das haben wir schon mal in einem Newsletter vorgestellt und wenn Sie sich das nochmal anschauen wollen, in dem schriftlichen Paket zu diesem Lichtblick finden Sie nochmal einen Link, sodass Sie dann sich das nochmal anschauen können. Das Besondere dieses Programms ist, dass die Forschenden in so eine andere Rolle kommen. Die kommen in die Rolle von Entwicklern, also Organisationsentwicklern, Supervisoren, Beratern. Und die unterstützen sogenannte Champions, das sind Mitarbeiter der Institutionen, Elemente personenzentrierter Pflege umzusetzen. Wir haben also, so nennt man das, eine Art Kaskadenmodell. Wir haben also hier die Forschenden, die so eine Art Supervisoren sind. Wir haben die Champions, die Interventionen umsetzen sollen. Und wir haben die Mitarbeiter, also so eine dreistufige Geschichte. Die Forschenden setzen also nicht selber um, sondern sie beraten, unterstützen die Champions, die es umsetzen, zusammen mit den Mitarbeitern. Ja, und das Ganze passiert auf der Basis eines Handbuchs, in dem diese Interventionen beschrieben werden. Aber nicht nur die Interventionen, sondern auch, wie man sie umsetzt und wer daran beteiligt ist. Also was, wie und mit wem diese Dinge umgesetzt werden sollen. Das wird in dem Handbuch beschrieben. Und die Aufgabe dieser Entwickler, Supervisoren und Organisationsberatern, könnte man sagen, ist eigentlich zusammen mit den Beteiligten individuelle Lösungen zu finden. Also es geht nicht darum, schon vorbeschriebene Dinge, die für gut befunden werden, eins zu eins umzusetzen, sondern zusammen mit den Pflegenden individuelle Lösungen auf der Basis dieses Handbuches zu finden, in dem zum Beispiel Dinge beschrieben werden wie Bewegung oder wie sensorische Stimulation oder wie Umgebungsfaktoren. Aber das wird so beschrieben, dass die Mitarbeiter quasi auf eine Suchbewegung geschickt werden, zusammen mit den Forschenden individuelle Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.
Ja, das hat man also eine Weile gemacht und die Ergebnisse dieses Forschungsprozesses waren die, ja, erstmal, das hat ziemlich viel Erfolg gebracht. Das hat also wunderbar funktioniert. Und das Spannende ist, dass das auch fortgesetzt wurde, nachdem die Interventionsphase vorbei war. Also nachdem die Forschenden sich zurückgezogen haben. Und dann hat man natürlich sich gefragt, warum ist das so? Und so drei Ergebnisse stechen in besonderer Weise hervor. Einmal, dass man die Mitarbeiter sehr gut vorbereitet hat. Also die Mitarbeiter wurden vorbereitet, die Champions wurden vorbereitet und da hat man nicht nur so beschrieben, was da passiert, sondern auch welche Rolle und welche Prozesse dafür entscheidend sind. Der zweite, noch wichtigere Aspekt dabei war, dass man im Alltag zusammengearbeitet hat. Also die Forschenden wurden quasi als Kollegen wahrgenommen. Die haben das, was sie an Praxis verändern wollten, auch konkret vor Ort zusammen mit den Mitarbeitern demonstriert. Also die haben das am Patienten, am Klienten auch gemacht, durchgeführt. Sie haben in der Arbeit mitgearbeitet, also in der Pflege und in der Betreuung mitgearbeitet und in der Mitarbeit quasi versucht, diese Dinge zu implementieren und zusammen mit den Mitarbeitern dann auch so ein Feintuning gemacht, ja. Sie haben dann für die Mitarbeiter Literatur besorgt, die aufgearbeitet, Handbücher mitgebracht, Filme besorgt, um das nochmal zu illustrieren und haben dann gezielte Fortbildungen und Beratungen durchgemacht. Also die Forschenden waren, wenn man will, so eine Art adoptierte Teammitglieder. Und das führte dazu, dass die Pflegenden dann auch stolz hatten auf die Ergebnisse, dass sie Erfolge vorweisen konnten, dass sie sich beteiligt fühlten, ja, und dass der Alltag weniger so als schwere Last empfunden wurde, die man so trägt, sondern als interessante Herausforderungen begriffen wurden, für die man jetzt spannende Lösungen sucht. Eine entscheidende Rolle in diesem Prozess spielt natürlich, wie kann es anders sein, Fallbesprechungen. Ja. Spannend an der ganzen Geschichte waren die nicht vorhergesehenen Wirkungen und die bestand darin, dass die fachliche Kommunikation und Dokumentation sich verbesserte. Also die beschreiben das so, dass die Forschungsmethoden, die man in dem Prozess benutzt haben, hat, dass die quasi eingeflossen sind in die alltägliche Pflegepraxis, also Assessments und Dokumentieren und Listen schreiben und bestimmte Effekte gleich festhalten. Das heißt also, das, was im Forschungsprozess als sinnvoll erlebt wurde, um bestimmte individuelle Lösungen ja zu finden und in den Alltag festzuschreiben, die wurden quasi anschließend in alle möglichen anderen Pflegeprozesse auch mit übertragen. Also man kann sagen, die Forschungsmethoden wurden zu den Dokumentationsprozessen, die von selber jetzt auch von den Pflegenden mitbetrieben wurde. Also die Dokumentation war dann nicht mehr so was Fremdes, sondern war angeeignet, war Teil dessen, was die Pflegenden selber für sinnvoll halten. Ja, zusammenfassend kann man das also sagen, Forschende müssen von Mitarbeitern als Verbündete im Arbeitsprozess konkret erlebt werden, damit die dadurch angeregten Interventionen auch in der Praxis umgesetzt werden. Macht man das nicht, dann bleiben diese evidenzbasierten Interventionen quasi außen vor. Ja, ich bekomme da was vorgesetzt, aber es ist sozusagen nicht Teil dessen, was ich aus meinem eigenen Arbeitsprozess als sinnvoll erlebt habe. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, von dem ich mir wünschen würde, ja, dass das mehr praktiziert wurde. Also Forschende, so kann man zusammenfassen, sind selber ein Stück weit dafür verantwortlich, dass die Interventionen auch in die Praxis umgesetzt wird. Sie finden das wieder verschriftlicht auf unserem Blog. Da können Sie das nochmal nachlesen, auch sich die Quelle anschauen, in den Link zu der schon im Newsletter vorgestellten WHELD-Studie, bisschen schwierig. Schauen Sie mal regelmäßig in unserem Blog rein. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Schönen Gruß, Ihr Christian Müller-Hergel.